So, liebe Traderinnen und Trader, das Wochenende ging wieder ratzfatz um, gefühlt zumindest für mich. Ich hoffe, Sie hatten am Wochenende eine wirklich gute Zeit, konnten sich etwas entspannen und haben jetzt auch Lust auf die ein oder andere Trading-Idee. Heute schauen wir auf den Nikkei, das Gold und den Euro-US-Dollar und ich begrüße auch alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer, Elena und Ludger. Schönen guten Morgen von mir an euch und damit würde ich sagen, gleich mal rein in das, was heute kommt. Zuerst kommt wie immer der Risikohinweis. Sie wissen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und was kommt dann? Ja, ganz klar, dann kommt der Blick in die Nachrichten. Wir planen ja unseren Tag auch immer so ein bisschen nach wichtigen Nachrichten, immer im Hinterkopf haben, wann könnte denn was den Markt entsprechend bewegen. Letzte Woche hatten wir da nicht ganz so viel auf der Uhr zu haben, gerade bei den hochrelevanten Nachrichten, die hier auch immer mit der 3 gekennzeichnet werden. Alexander, einen schönen guten Morgen. Heißt also heute große Relevanz Nummer 3. 14.30 Uhr bekommen wir aus den USA das Thema Einzelhandelsumsätze. Das heißt, wir bekommen zum einen die Kernrate für den Monat September und dann die Einzelhandelsumsätze für den Monat September. Prognosen hier jeweils ein Zuwachs von 0,4 bzw. 0,7%. Und dann gibt es in diesem Rahmen um 14.30 Uhr auch noch den New York Empire State Herstellungsindex. Und um 16 Uhr gibt es dann noch die Lagerbestände für den Monat August, auch aus den USA. Und hier sehen Sie, hier ist ein leichter, eine leicht andere Zahl. Im letzten Monat hatten wir hier einen Zuwachs von 0,6. Jetzt geht man von einem Zuwachs von 0,5 aus. Also das die wichtigsten Sachen. Und hier an dieser Stelle bitte auch immer wieder schauen, was gibt es an Nachrichten bei anderen Währungen? Wir schauen jetzt hier nur auf die wichtigsten aus Europa und den USA. Wenn Sie andere Währungen traden, schauen Sie natürlich bitte auch immer, was es dort so gibt. Ölpreisnachrichten beispielsweise oder ähnliches haben ja nicht nur immer Auswirkungen auf den Ölpreis, sondern die können auch Auswirkungen auf Währungen in Ländern haben, die Öl produzieren, wie beispielsweise Kanada. Oder wenn wir Zinsbanksitzungen haben, das hat natürlich immer auch Einfluss entsprechend auf die, Währungen des Landes entsprechend. Oder wenn Sie den britischen Pfund traden, schauen Sie auch immer ganz genau, was gibt es denn an Nachrichten, auch an vielleicht geplanten Nachrichten um das Thema Brexit. Ja, das sind alles die wichtigen Dinge um die Planung der Tagesnachrichten hier, um gut für den Handel vorbereitet zu sein. Weil das machen wir ja auch irgendwo ein bisschen zum Eigenschutz, weil das ist ein Teil der Risikovorsorge, dass man einfach auch weiß, wann eventuell starke Bewegungen in den Markt hineinkommen kann, die Spreads sich ausweiten, weil es zu dem Rückzug der institutionellen Händler kommt. All diese Dinge hängen ja mit einer guten Planung auch zusammen und bestimmte Risiken kann man damit deutlich eingrenzen oder teilweise gänzlich auch vermeiden. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Charts entsprechend. Wer übrigens Charts auch sehen möchte aus dem eigenen Portfolio, das heißt, wenn Sie hier einen Wunschchart haben, bitte scheuen Sie sich nicht einfach hier mit im Webinar, das Ganze im Chat auf Facebook, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass Sie das Ganze machen, einblenden und damit schaue ich dann auch gerne in Ihren Wunschmarkt rein. Und hier haben wir jetzt mal wieder einen Markt, der war auch schon Wunschmarkt gewesen. Jetzt allerdings habe ich ihn aus einer ganz, ganz anderen Gesichtsweise mit in die Montagsbesprechung reingenommen. Und zwar hat sich an diesem Gesamtbild hier jetzt etwas Bewegung ergeben. Wir haben ja ewig drauf gewartet. Der Markt hier unten, hatten wir das gesehen, hat hier am 16.8. war es gewesen, hat er uns ein schönes Umkehrsignal geliefert. Hier. Diese Kerze, diese schöne umgekehrte Hammerkerze, hat zwar oben ein Stückchen noch mit Schatten drauf, oben aber nichtsdestotrotz ist es eine schöne Kerze, die uns eine deutliche Umkehr gezeigt hat. Dann lief der Markt ja wirklich sehr, sehr schön nach oben. Hier oben, das Hoch war bei 1214 US-Dollar für die Feinunze Gold. Danach tingelte der Markt mal wieder hier eine Ewigkeit lang seitwärts und hat hier in diesem Bereich um die 1182 US-Dollar so eine Art Unterstützungszone gefunden. Die hat schon öfter gehalten. Die hat hier beim ersten Mal gehalten, bei diesem kleinen Rücksetzer. Und hier sehen Sie es, hier hat sie gehalten und hier hat sie wieder gehalten. Und von dort aus haben sie immer
Preissteigerungen angefangen. Und diese Preissteigerungen, die sind hier oben immer wieder abverkauft worden. Das heißt, der Markt hatte einfach nicht die Kraft gefunden, oben raus zu wollen. Da haben sich die Käufer nicht mehr gefunden, den Markt nach oben zu schieben. Dann hatten wir exogene Faktoren wie diese Unruhe am Markt, die wir jetzt die letzte Woche gesehen hatten, wo die Kurse an den Aktienindizes deutlich zurückgekommen sind. Und hier hat dann der Markt deutlich nach oben auch reagiert. Das heißt, hier kommt wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, wir sehen jetzt nur die Auswirkungen und das wird entsprechend auch ins Bild passen hier, das Thema auch Angst der Anleger, da wird dann natürlich der sichere Hafen Gold mit angesteuert, das erhöht entsprechend die Nachfrage und das bringt dann natürlich auch Bewegung in den Preis für die Feinunze Gold mit rein. Freitag, am Donnerstag letzte Woche kam dieser massive Schub nach oben, Freitag war hier Konsolidierung auf sehr, sehr hohem Niveau und jetzt sind wir hier in der Situation, ich habe das versucht hier so ein kleines bisschen anzudeuten, es könnte jetzt direkt nach oben gehen oder etwas Korrektur geben, das sind jetzt die zwei Dinge, die entstehen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, mit Blick nach oben hin, hätten wir jetzt hier das Tageshoch um die 1229 Dollar, beziehungsweise dann hier oben diesen Widerstand um die 1235 US-Dollar, die wir kurzfristig erst einmal anlaufen könnten. Wenn die Unsicherheiten am Markt bestehen bleiben, würde es mich persönlich auch keinesfalls wundern, wenn wir hier oben drüber laufen und dann hier diese Hochs an diesen Stellen hier drüben mit anlaufen. Ich lege mal ganz kurz hier die Zeilen dran. Das heißt, wir haben ja hier entsprechend etwas im Hochbereich. Wir haben dann etwas später gefolgt. Sie sehen es hier, dieses Level hier oben. Das sind Zielmarken, die der Markt mittelfristig durchaus auch anlegen oder anlaufen könnte, wenn wir hier in diesem Bereich weitere Unsicherheit an den Märkten haben und das Geld halt aus den Aktienmärkten rausströmt, entsprechend hinein in den Dinge wie den Goldpreis, um das Portfolio entsprechend gegen eventuelle Risiken an die Kursschwankungen am Aktienmarkt auch mit abzusichern. Das haben wir auf der Oberseite. Das ist ganz klar ein Szenario, das durchaus Relevanz hat, weil wir sehen die Korrektur momentan auch auf relativ hohem Niveau. Ne? Hier drüben haben wir es ja gehabt, der Markt ging einfach stark nach oben und dann wieder deutlich erst einmal nach unten. Das fällt jetzt momentan aus. Wir sehen auch, der aktuelle Markt heute geht so Stück für Stück für Stück nach oben, das ist die Oberseite. Auf der unteren Seite, so zum Antesten, hätten wir natürlich hier wieder diesen Bereich um die 1214, beziehungsweise das Support wäre dann hier bei 1182 Dollar. Und wer sich das Ganze aus rein trendtechnischer Geschichte mal anschaut, wir hatten hier sozusagen die entsprechende erste Bewegung. Ich mache das ganz kurz grün, weil es wird ein Aufwärtstrend. Dann hatten wir danach folgend die Korrektur, die fand hier unten irgendwo ihr Tief und jetzt stehen wir halt momentan in der Bewegung eines Aufwärtstrends hier im Gold, also das ist jetzt mal ein Aufwärtstrend im Gold und das ist mal der Weg, der jetzt beschritten werden kann. Wenn dieser Trend sich nach oben hin fortsetzt, dann folgt halt etwas auch an Potenzial und das ist das Ganze, was hier nach oben hin stehen könnte. Wie schon gesagt, die Unterseite ist wichtig, die 1182, wenn die unterschritten werden, ist dieses Gesamtszenario im etwas größeren Bild natürlich hin. Für all diejenigen von Ihnen, die das Ganze auch im kurzfristigen Bereich traden, schauen Sie da einfach mal in die Stunde. Wir hatten jetzt hier diesen Move, der das Ganze vorne rausgenommen hat und jetzt haben wir hier so diese flache Seitwärtskonsolidierung und wenn es da den Schub nach oben gibt, das kann dann schon durch einiges an, ja, sage ich mal, Nachfolgeordern auch zu gut höher steigenden Preisen führen. Also das mal der Blick in den Goldchart. Ist sehr, sehr interessant, was hier momentan passiert. Wir haben nach diesem starken Schub nicht gleich wieder den Abverkauf gehabt, sondern sehen jetzt wirklich hier etwas höhere Konsolidierung, also Konsolidierung auf relativ hohem Niveau. Ist so ein bisschen so die Vermutung, dass der Markt weiterhin eventuell etwas schwächer tendieren könnten. Wenn sich diese Schwächen auflösen, na klar, dann könnte es passieren, dass man die Nachfrage nach dem Gold verliert. Deswegen müssen wir hier genau den Blick drauf haben, was an dieser Stelle passiert. Aber diejenigen von Ihnen, die auch Range Trading machen, wir haben hier wirklich eine äußerst flache Range. Wir hatten hier das Hoch, wo haben wir es hochliegen? Bei 1226 und das Tieflicht bei 1215, also das sind entsprechend 11 Dollar, die wir hier dazwischen haben. Das ist schon relativ flach für diesen Markt und das ist dann doch für den einen oder anderen vielleicht auch interessant, mal das Thema Range-Ausbruch hier mit ins Bild zu nehmen und das in einem Aufwärtstrend. Also wenn es nach oben gehen sollte hier nach flachen Konsolidierung, könnte das durchaus für Bewegung sorgen. So, damit weg vom Gold, gehen wir nochmal in den Nikkei rein, den Nikkei. Da gewöhnt sich das so langsam aber sicher an, hier zum Wochenbeginn in meinen Fokus mitzukommen. Ja, aber warum nicht? Ne? Also es lohnt sich auf alle Fälle, immer mal hinzuschauen. Warum lohnt sich das, wenn wir mal schauen, was hier passiert ist, wo der Index angehalten hatte am letzten Freitag? Das war schon interessant zu sehen, was hier unten passiert ist. Wir haben jetzt immer noch diesen großen Aufwärtstrend und ich sage immer, noch, und das noch ist wirklich, das noch wird immer größer und dicker. Warum? Hier haben wir diese Linie, diesen Support um die 22.220 Punkte.
Ist bald eine Schnapszahl. Jedenfalls hier an dieser Stelle hatten wir die letzten 2 Tage immer Support gefunden. Jetzt bricht der Markt hier unten weg. Das heißt, wenn er wirklich hier unten durchgeht, das hat einiges auch an relevanten Potenzialen nach unten mit. Warum? Da wird erst einmal dieser Aufwärtstrend hier gebrochen und der dauert ja nun auch schon eine Weile an. Seit Juni 2018 gab es hier die ersten Tendenzen, die dann am Ende zur Entstehung dieses Trends auch geführt haben. Und wenn wir uns diesen Markt jetzt einmal anschauen, wenn er tatsächlich brechen sollte, dann schauen wir hier mal ganz kurz in die Woche. Dann haben wir hier halt die Problematik, dass wir halt deutlich auch nach unten laufen könnten. Das heißt, wenn wir uns das große Bild mal anschauen unter der Woche, da haben wir ja jetzt, wenn wir das mal ganz grob sehen wollen, ganz stark gesehen. Hier einen Trend, der sich über die Woche hier entsprechend gebildet hat. Das ist mal der sozusagen der Schub hier entsprechend nach oben, den wir hier laufen haben. So, ich zeichne das mal kurz für Sie fertig. Und dann hatten wir hier diese sehr, sehr, sehr starke Bewegung auch mit nach oben genommen. Das heißt, hier gab es auch mal Wochen, wo Seitwärtskonsolidierung angesagt war, aber in Summe hier in diesen Wochen, da ist Seitwärtskonsolidierung, da ist im Tageschart auch einiges passiert, aber wenn wir uns mal den langfristigen Wochenchart hier anschauen, dann haben wir hier einfach einen sehr, sehr stark gestiegenen Markt. Hier in dieser Zeit ist nicht wirklich was passiert, auch wenn es im Tageschart etwas anders ausschaute. Und dann jetzt haben wir hier die erste tiefe Korrektur gehabt. So. Und jetzt werden Sie vielleicht sehen, was uns hier schwanen könnte. Heißt also, jetzt ist es extrem wichtig, was passiert. Dieser Trend, den ich hier eingezeichnet habe, der ist hier erst gebrochen, wenn wir hier unten reinlaufen, hier in diesem Bereich, in dieses Band. Was haben wir in diesem Band? Wir haben zum einen mal das aktuelle Korrekturtief, weil hier oben hat der Markt ja ein neues Allzeithoch geschrieben. Ne? Hier hat man das Hoch bei 24.467, hier war das Hoch etwas niedriger, das hatten wir bei 24.170 Punkten. Da ist ein Unterschied dabei. Technisch gesehen gab es ein neues Hoch, das heißt, hier ist das aktuelle Tief um diese Marke hier unten. Und das Ganze, wenn wir das einfach mal sehen, wenn man das mal unten reinpackt, an dieser Stelle, hier in diesem Bereich, um die knapp 20.000, ich sag mal grob über den Daumen, 350 bis 400, ist so ein Band. Hier hat man den Ausbruch auf die nächste Bewegung. Hier haben wir das Korrekturtief. Bricht das Teil, ist erstmal als Anlaufpunkt hier, wenn wir die Frage beantworten, wer könnte denn nach uns verkaufen, dann liegt hier unten dieser Supportbereich um die 21.800 knappe 70 Punkte. Dann haben wir hier unten das nächste. Ich mache mal kurz das Fadenkreuz an. Da haben wir ungefähr 21.441 Punkte. Das heißt, das haben wir erstmal auf der Unterseite, wenn es da wirklich bricht. Und wenn das dann auch noch weg ist, dann sehen Sie, wie tief das Ganze laufen kann. Also da ist schon noch viel, viel Weg nach unten hin, wenn das Ganze sich von den kleineren Zeiteinheiten, also jetzt vom Tag mal in die Woche oder gar in den Monat reinzieht. Das ist dann ein Markt, wo wir wirklich längere Zeit tiefe Kurse sehen können. Und das entscheidet sich jetzt momentan erst einmal hier an diesem Punkt, ob es überhaupt runtergeht und wenn ja, wie weit es runtergeht. Aber für die Optimisten unter uns, die sich sagen, Mensch, da unten ist jetzt ein Support, wenn der Markt tatsächlich rumdrehen sollte und nach oben laufen sollte, dann haben wir ja nach oben hin auch ein bisschen Potenzial, weil ich bin jetzt übrigens wieder im Tageschart. Wir haben jetzt hier zum einen mal das Tageshoch von heute als Anlaufpunkt und hier die Tageshochs vom Freitag und Donnerstag. Die liegen ja auch hier um die Marken von 22.700 Punkten und hier die 22.900 Punkte Marke. Und dann haben wir hier schon diesen Widerstandsbereich bei 23.058. Also es könnte auch wieder erneut zu einem Abprall hier um dieses Level kommen. Und dann könnte das Ganze, wenn die Märkte heute positiver in die Woche starten sollten, Sie merken schon, meine Argumentationsweise, die ist schon sehr, sehr vorsichtig hier in diese Richtung. Wenn die Märkte höher steigen sollten, dann hätte der Markt ein bisschen Aufholpotenzial, um das Ganze nach oben zu korrigieren. Bleibt das Ganze allerdings auch schwach, ja, das wäre dann etwas ungünstig, wenn man das Ganze hier mal so sieht, was nach unten auch an Potenzial da ist. Wir sehen ja auch, was zum Thema Schwäche der Markt in Deutschland daraus macht, wenn wir hier vorbörslich einfach mal reinschauen. Schauen Sie mal, wir sind hier aktuell im DAX bei, wo stehen wir, 11.455 Punkten. Gucken wir uns mal die Kerze an, die läuft schon gut nach unten momentan wieder. Ob so bleibt, das weiß jetzt kein Mensch, weil wenn wir uns mal hier diese letzten beiden Tageskerzen anschauen, die haben schon sehr, sehr hohe Schwankungsbreiten gehabt. Und wenn man dann mal auf die Schlusskurse guckt, ist eigentlich nichts passiert. Wir hatten ja hier letzte Woche Donnerstag diesen sehr, sehr starken Rutsch nach unten, den letzte Woche Mittwoch und am Donnerstag Schlusskurs nahezu auf Vortageskurs und am Freitag Schlusskurs nahezu auf Vortagesschlusskurs. Da ist nichts passiert, trotz viel hin und her gezappelt. Das zeigt so ein bisschen die hohe Nervosität der Anleger. Mal schauen, was heute am Tagesende da steht. Aktuell haben wir auf alle Fälle tiefere Preise im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Aber da kann alles Mögliche draus werden. Das weiß momentan kein Mensch. Und genauso kann das jetzt hier auch im Nikkei passieren, dass der Nikkei wirklich wieder hier in diesem Bereich einfach das Ab
Abprall-Level nach oben findet und wir dann ein Stück weit nach oben sehen. Also auch für diejenigen, die von Ihnen das Ganze im kurzfristigen Bereich traden, hier unten ist alles möglich. Ein weiterer Schub oder ein Reversal, ein Intraday-Reversal, das geht alles, was wir hier erwarten können. Und damit schauen wir dann mal in den Währungsmarkt hinein. Das heißt, wir schauen mal in den Euro-US-Dollar, weil da gab es letzte Woche auch interessante ich will nicht sagen Aufholjagd, aber wir haben schon Kurssteigerungen letzte Woche gesehen von dem Tief hier unten. Wir hatten ja hier unten an der Marke um 1,14,280 hatten wir hier so ein Supportband und da ist der Markt hier reingegangen am 9.10. Und hat dann hier ein Umkehrsignal gebracht. Dieser Doji, Dragonfly Doji, den wir hier haben, der hat dann zwei Tage mit schönen Kurssteigerungen mitgebracht und dann gab es am Freitag hier so eine Kerze, die einen deutlichen Rücksetzer auch hatte, wo wir auch Intraday-Kursverluste gesehen haben, die dann auch den Schlusskurs tiefer haben sein lassen als am Donnerstag. Und jetzt an dieser Stelle kommt es halt drauf an, was das Ganze jetzt ist. Also wird das hier wieder ein Trend, der sich nach unten entwickelt, oder ist das nur jetzt kurz Korrektur von diesem Vortag hier gewesen, von diesem Donnerstag, und jetzt geht der Markt wieder nach oben. Das blicken wir mal ganz kurz in die Stunde rein, wie das Ganze ausschaut, und hier sehen Sie halt den Trendverlauf in der Stunde. Also hier ging die Bewegung und Korrekturen schön nach oben. Hier hat man dann faktisch gesehen, also hier, ab hier gab es ein neues Hoch. Hier unten wurde der Aufwärtstrend gebrochen, hier in diesem Bereich, hier an dieser Linie. Wenn man das mal auf diesen Trend bezieht, na, jetzt komm schon, hier unten, hier, das war das Level, wo der Markt gebrochen hatte. Hier gab es den Schub nach unten und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was passiert. Bildet sich ein neuer Abwärtstrend? Also das wäre dann sozusagen hier die erste initiale Bewegung gewesen, die diesen Aufwärtstrend entsprechend rausgenommen hat, beziehungsweise uns erst einmal gesagt hat, hey, schau mal hin, mit diesem Aufwärtsmove ist jetzt erstmal irgendwas nicht in Ordnung. Man sieht ja auch noch den Bewegungstrend, den sieht man unterordnet gelaufen, der ist natürlich schon viel früher gebrochen worden. Das Trendtief hier von dieser letzten Korrektur, es liegt halt hier unten bei 1,15,452. Wenn jetzt hier aus diesem Schub nach unten, das die Korrektur darstellt und wir jetzt den Markt wieder nach unten laufen sehen würden, das wäre dann das Szenario, dass wir sehen, okay, der Markt geht wieder in die Schwäche rein und da hätten wir dann die Anlaufpunkte, Sie sehen es hier im Stundenchart auch relativ gut, wir hätten den ersten Anlaufpunkt hier unten um die Marke von 1,15,134 hier, das ist dieser Bereich an diesem Bewegungstief, das nächste wäre dann hier unten bei 1,14,8 und dann schieben wir uns schon wieder hier unten in diesen großen Support im Tag rein. Nach oben hin, wenn der Markt tatsächlich hochlaufen sollte, dann können wir auch mal ganz kurz schauen. Da gibt es natürlich Nummer 1 hier oben, dieses Hoch, was wir hier haben, bei 1,16,083, gefolgt dann hier, Sie sehen, ein paar Hochs sind schon wieder in greifbarer Nähe dann in diesem Bereich, also hier um die 1,16,425, das wäre hier drüben dieses Level, beziehungsweise hier dieses Level bei 1,16,515. Da haben wir so ein paar Hochs liegen, die der Markt anlaufen könnte, und wenn wir uns das Ganze im Tageschart anschauen, sowas ist nicht ausgeschlossen, dass das auch passiert. Von der Seite her haben wir jetzt die Oberseite und die Unterseite im kurzfristigen Bereich mal beleuchtet und können wissen, wo geht denn der Markt wann wie hin. Das heißt, wir sehen halt auch, was schön in der Stunde passieren muss, dass wir nach oben laufen, oder aber was in der Stunde passieren muss, dass wir hier weiter nach unten mitlaufen. Lassen wir uns mal überraschen, was der Markt an dieser Stelle macht. Und damit schaue ich nochmal in den Chat oben rein. Da gibt es jetzt keine weiteren Fragen. Von der Seite her möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken wieder für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen Traderinnen und Tradern gutes Gelingen heute an den Märkten. Und wir lesen, hören und sehen morgen früh dann wieder voneinander. Ich freue mich drauf. Danke nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin, Ihr Mike Seidel. Machen Sie es gut. Tschüss.